So, und was könnte schöner sein, als mit Alexander von Schönburg zu beginnen? Denn er ist ein Experte, wir haben es gerade gehört, für Smalltalk. Ich weiß nicht, ob für Smalltalk das Gleiche gilt wie für Talkshows. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, was macht man, wenn man irgendwo hinkommt, soll mit Leuten reden und fühlt sich alleine, einsam und verloren? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der Normalfall. Also ich glaube, das ist schon mal tröstend, dass Sie das sagen. Also der größte Fehler ist sozusagen, sich diese Angst, die man hat, unter den Tisch zu kehren. Sondern sich einfach bewusst zu machen, oder in einen fremden Raum zu kommen mit anderen Leuten, ist erstmal befremdlich, wie das Wort eigentlich sagt. Also das Erste ist, erstmal einzugestehen und einfach das Gefühl zu haben, den anderen geht es ähnlich. Und wann hatten Sie denn eher Aha-Erlebnis, was man dagegen tun kann, wenn man sich so fremd fühlt? Also ich hatte ein Erlebnis, das war sehr einschneidend, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ich war als Journalist das erste Mal in Hollywood und hatte eine Einladung ergattert zu einer grandiosen Party und kam dorthin und kannte keine Sau. Es waren alles nur Superstars und immer wenn ich die angesprochen habe, haben die sich so leicht mir den Rücken zugedreht, weil sie sofort gemerkt haben, ich suche Anschluss. Also erster Fehler schon, nicht Anschluss suchen. Dann während der Party, es wurde immer schlimmer zum Schluss, ich hätte mich wohler gefühlt, wenn mir jemand ein Tablett in die Hand gegeben hätte und ich hätte dort servieren können. Aber das war nicht und zum Schluss, ich war so verzweifelt, am Ende bin ich in ein junges Mädchen geraten, die sich meiner angenommen hat. Und wer war dieses Mädchen? Die hieß Paris Hilton. Nein. Ja. Und die war, Paris wie die Stadt? Die war so etwas von unbefangen. Die war so unbefangen, dass sie sich selbst von mir nicht hat abschrecken lassen, obwohl ich dort wirklich wie so eine toxische Figur dort gewesen sein muss. Das wirkt ja ansteckend. Also wenn man in Gesellschaft unsicher wirkt, wirkt das toxisch. Also das merkt man. Da will keiner was mit einem zu tun haben. Man merkt sofort, das ist wie Ebola und man muss auf Abstand bleiben. Haben Sie die gleich erkannt? Ich habe sie erkannt, wie gesagt, die einzige Person, die mich freundlich angelächelt hat. Und die hat mir dann ein paar Tipps gegeben, die ich natürlich bretterbreit in meinem Buch jetzt auch ausbreite. Sie brauchen nicht nochmal das Buch zu erwähnen, weil wir blenden es ein. Ich will gar nicht drüber reden, ich will ja gar nicht das Buch. Ich freue mich aber, bei euch zu sein, einfach mit euch zu plaudern. Dann halten Sie sich dran. Also, zurück zu Paris Hilton. Was hat sie? Also, eins der Tipps, den sie mir gegeben hat, war, hör auf, dieses ständige Dauergrinsen. Also wer grinst die ganze Zeit, wirkt unsicher. Ach komm, das ist interessant. Und sie gab mir zum Beispiel einen Trick, den ich seitdem manchmal erfolgreich anwende, verspätetes Lächeln. Das heißt, sie schauen jemanden an und grinsen nicht sofort, sondern machen sie, als ob sie eine Sekunde warten und dann lächeln sie ihn an, weil das wirkt komischerweise authentisch. Obwohl es natürlich total... Ja, du musst anfangen. Aber ist sie denn eine richtig gute Ratgeberin? Kann sie das gut, Smalltalk? Also muss sie oft auf Menschen zugehen, denn eigentlich kommen die Menschen ja wahrscheinlich eher auf sie zu, oder? Ich glaube, Stars haben es erstmal schwer, weil alle ihnen sozusagen immer niemand widerspricht ihnen. Und alle versuchen ihnen den Hof zu machen und so weiter. Man stößt nicht gegen Widerstände. Das heißt, Stars in einer Regel sind langweiligere Menschen. Witzigere Menschen auf dem Parkett sind meistens die, die irgendwas zu kompensieren haben. Also die hässlich, arm, unberühmt sind. Die sind meistens die witzigsten Leute auf dem gesellschaftlichen Parkett. Frau Geludowich, ich können Sie das bestätigen? Sie haben ja sehr viel Kontakt mit Prominenten und mit Stars. Also erstmal ist es, glaube ich, im Moment so, dass wer sich neben einen Star stellt, der macht erstmal ein Foto mit dem. Das sagen mittlerweile ganz viele, dass sie schon den Kopf so ein bisschen in die Richtung bewegen, damit man erstmal das Handyfoto machen kann. Das ist ja dann ohnehin schon erstmal... Das ist schwierig, ne? Man muss praktisch über eine Brücke. Genau. Aber es geht. So, ganz grundsätzlich glaube ich, dass, da stimme ich Ihnen total zu, dass die Stars natürlich auch immer genau wissen, dadurch, dass sie eben viel auf Partys sind, sich auf diesem Parkett bewegen, die wissen schon genau, was sie rauslassen und was nicht. Also insofern sind die Nicht-Stars wahrscheinlich wesentlich unbedarfter und erzählen möglicherweise wirklich interessante. Aber ist das dann nicht gut? Wann ist das Eis doch schon gebrochen? Oder wenn ich jetzt hingehe und dann sage, oh, kann ich mal ein Selfie haben? Und dann ist man ja schon so nah, man ist schon im Gespräch. Oder dann kann man doch eigentlich weitermachen an der Stelle. Also ich glaube schon, dass das extrem nervend ist. Diese und auch die gesamte Gesprächskultur kaputt machen. Diese ständig mit auf Partys mit diesen Handys rumfuchten und Selfies. Ich finde nicht, dass es ein guter Icebreaker ist. Also als Star, ich kann mich da schlecht reinfühlen. Vielleicht müssen wir nachher Manfred Krug fragen oder
Barbier. Ich glaube, es ist extrem nervig, ständig belästigt zu werden, um mit einem fotografiert zu werden. Also ich stelle mir das sehr unangenehm vor. Sie haben eine große Oberflächlichkeit und die hat man dann eben auf so einer Party auch. Also da kommt man ja ganz selten irgendwie in die Tiefe. Also es bleibt häufig tatsächlich an der Oberfläche, das würde ich auch sagen. Aber was sagt man stattdessen? Also wenn ich jetzt sage, ich will ins Gespräch kommen, was wäre so ein typischer erster Satz, der sich eignet? Endlich, also in Ihrem Fall würde ich sagen, endlich, dass ich Sie kennenlerne. Also wir haben uns schon mal kennengelernt, aber endlich, dass ich Sie endlich mal wiedersehe. Das ist auch schon mal ein schöner Icebreaker. Das funktioniert immer noch, das ist auch in dem Fall auch authentisch. Also okay. Ich sage immer Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Siehst du, und funktioniert. Also das Schlimmste, was man sagen kann, ist auch das Gegenteil davon, wenn man spiegeln will, was, Sie auch hier? Auch bei einer Party? Ganz hört man ganz oft immer. Was machen Sie denn hier? Aber das ist eine grobe Unverschämtheit. Ja, weil es so ein bisschen so klingt, wie ich dachte, wir sind hier in einem erlesenen Kreis. Was machst du denn hier? Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum weiß der das alles? Ja, und deswegen haben wir einen kleinen Film vorbereitet, der dem Letzten noch erklärt, wer Sie sind. Okay. Ihr Film. Gut. So, und aus der Nummer kommen Sie jetzt nicht raus, wollen es wahrscheinlich auch gar nicht, wir wollen lernen von Ihnen. Ja? Viele kennen eine Party als ein Hort des Horrors oder ein Abendessen. Zum Beispiel, es steht jemand neben einem und kaut einem das Ohr ab. Was tut ein wohlerzogener Mensch, um zu überleben? Also ich finde, die häufigste Situation, die man erlebt, ist, dass Leute einen Langweiler einen sozusagen in Beschlag nehmen. Die man auch schon kennt, so nach dem Motto, ach, Sie auch schon hier. Und das Problem, was ich finde, ist, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man versucht, diesen Langweiler abzuschütteln, wird der in der Sekunde genau merken, dass Sie das ihn abschütteln wollen und wird sich noch fester an Sie heranklammern. Das Einzige, was da hilft, ist, was die Psychologen die paradoxe Intervention nennen. Sie müssen genau das Gegenteil von dem tun, was Ihr Instinkt Ihnen sagt. Also nicht flüchten, sondern vollkommen aufmerksam. Es ist auch Übung, interessiert zu blicken. Also man muss sehr interessiert blicken können, das habt ihr sicher schon geübt. Aber das ist eine große Kunst. Also interessiert zu blicken ist eine große Kunst. Und wenn Sie wirklich aufmerksam zuhören, wird der Langweiler irgendwann so verdutzt sein, dass Sie ihm die Aufmerksamkeit schenken, dass er von Ihnen ablassen wird. Oder noch ein zweiter Trick, auf einer Party anwendbar, ist eine zweite Person, und Sie nehmen zwar auch einen Langweiler, schnappen den zweiten Langweiler, zerren die zusammen und sagen, kennt ihr euch eigentlich? Und dann... Und sagen, das ist ein wunderbar unterhaltsamer Mensch. Und nutzt diesen Moment zur Flucht. Zur Flucht. Wobei, das finde ich auch ganz schlimm, wenn man irgendwo steht und man merkt, das Gegenüber sucht eigentlich den Raum schon ab nach dem nächsten Gesprächspartner. Das finde ich total... Während er mit dir redet. Ja, während er mit einem redet. Ja, so Raumscanner, die immer denken, das geschieht, noch ein besserer geschieht Ihnen nie, Frau Rakers, das können Sie mir nicht doch sagen. Zwei Langweiler auf einer Party spricht jetzt auch nicht so für die Party, oder? Ja, aber das kann man mit den binomischen Formeln dann aber auch ins Positive umkehren. Ja, das stimmt. Langweiler plus Langweiler, hochinteressant. Zumal würde ich sagen, also die besten Partys sind immer die, wo ich genau die langweiligste Person bin. Also ich bin grundsätzlich langweilig auf Partys, freue mich aber auf Partys zu gehen, wo grundsätzlich die Leute weniger langweilig sind. Sie kokettieren, das halte ich nicht aus. Sie sind lustig, witzig, gebildet bei Partys, kann das nicht bestätigen. Habe ich recherchiert. Okay. Über Sie, Herr Schulz, habe ich gelesen, dass Sie die Phase des Abtastens bei Partys und Empfängen hassen. Was ist das Abtasten? Der Smalltalk, der sehr ermüdend ist, weil er schon tausendmal stattgefunden hat. Ich mag nicht diese typischen Fragen, na, bist du auch hier, was machst denn du so? Ich versuche gleich mit einem guten Spruch irgendwie gleich reinzufühlen, mich in mein Gegenüber und zu sehen, entweder checkt er so meine Sprache, meinen Humor und wenn nicht, dann sage ich, du, ich muss da hinten nochmal ganz schnell mit jemandem was quatschen. Was ist denn erfahrungsgemäß ein guter Spruch zu Beginn? Eisbrecher. Ein Eisbrecher ist eigentlich ganz gut. Also wenn man zum Beispiel eine Frau ansprechen möchte, dann gehe ich hin und sage, darf ich dich auf was aufmerksam machen? Und dann fragt sie, auf was? Und sage ich, auf mich. Und das ist gut. Das klappt halbwegs gut. Das kann man auch mit allen möglichen Leuten machen. Mhm. Ich weiß es nicht, ich komme immer ins Gespräch oder ich werde angesprochen. Ansonsten bin ich auch gerne mal still und stehe in der Ecke und schaue mir das bunte Treiben an. Das war übrigens eines der wichtigsten Tipps, die mir Paris Hilton auch gegeben hat. Ich nenne es den Diogenes-Trick, weil Diogenes, sagt man, stand immer so spöttisch am Rande des Marktplatzes und fühlte sich immer so ein bisschen, sah sich das Geschehen von außen an, so rein ein bisschen spöttisch. Und Paris Hilton sagt mir, wenn du dich schlecht fühlst du auf einer Party und fühlst dich einsam, dann versuch nicht dagegen anzukämpfen, sondern nimm so diese Haltung ein, schau dir die Szenerie einfach an. Und deswegen war ich schon verblüfft, dass Paris Hilton und der große Philosoph Diogenes da sehr auf einer Linie sind und nenne das seitdem diesen Diogenes. Das geschieht ja jedem. Darf ich Sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückführen?
klassische zweite Horrorsituation, kennen viele auch von Familienfeiern. Es sind so Schildchen, wer neben wem sitzt beim Essen. Neben dir sitzt der Unsympathischste oder die Unsympathischste von allen. Ist es in diesem Fall erlaubt, die Namensschilder zu tauschen? Damit niemand sieht, selbstverständlich. Aber die große, große Herausforderung ist es, großen Nervensägen mit möglichst viel Takt zu begegnen. Das ist die eigentliche Kür. Mit Leuten sich gut zu unterhalten, die amüsant sind, ist nicht die große Kunst. Sie müssen auch Leuten, die sie nerven, die vielleicht weltanschaulich auf einem anderen Planeten sind, sie müssen auch denen mit Takt und Freundlichkeit begegnen. Das ist die eigentliche Kunst. Muss man denn gebildet sein, um wirklich gut parlieren zu können? Also ich finde, es schadet eher. Also schadet ihr? Ja, ich finde absolut, Bildung schadet. Oh Gott, 3 nach 9 war mal, 3 nach 9 war mal eine Bildungssendung, weißt du, des deutschen Fernsehens. Ja. Nein, was ich damit sagen will, ist, was ja auch so ein bisschen rausklingt, was Olli sagt, dieses Smalltalk, der Vorbehalt gegen Smalltalk ist der Vorbehalt, seicht oder unernst wirken zu wollen. Können. Zu können. Und ich finde, man soll dafür keine Angst haben, sozusagen, sondern es hat etwas mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man sich auch seine eigene Unwissenheit auch eingesteht. Und diese Bildungshuberei, was in Deutschland sehr oft der Fall ist, dass Leute möglichst ernst und möglichst tiefsinnig wirken wollen, finde ich eigentlich eher geisttötend, ehrlich gesagt. Also ich finde, du strengst jetzt den Wert des Smalltalks genauso ein wie den Wert eines leicht bildungsgesättigten Gesprächs. Ich finde ja gerade, man sollte den Smalltalk nicht so klein machen. Das ist doch bei allen anderen Dingen auch so. Und so wird es beim Smalltalk auch sein. Wie ich es mache, ist entscheidend. Man kann doch auch einen intelligenten, halbwegs gebildeten Smalltalk machen. Gut, aber das ist auch Smalltalk muss ja nicht sein, du auch hier. Smalltalk kann ja auch sein, was sagst du eigentlich zu diesem und jenem Phänomen, Tatsache, ja. Was habe ich dich nicht neulich im Theater? Man kann doch genauso schön mit so breithodigen Bildungsbürger-Smalltalk auch hinkriegen, wenn man will, und findet den passenden Gesprächspartner. Solange man nicht doziert. Glaube, wenn er gegenüber cool ist und man das mit dem machen kann und man hat nicht Lust. Ich gehe nur auf Partys, wo das so ist. Das wusste ich bei dir. Aber die Frage ist ja, welche Themen eignen sich dann? Ne? Man sagt doch immer, rede nie über Religion, am besten nicht über Politik, wenn du mit jemandem mal so irgendwie ein leichtes Gespräch irgendwie als Tischnachbar oder so haben willst. Würden Sie das bestätigen oder würden Sie sagen, eigentlich sind die Themen ganz gut, um miteinander ins Gespräch zu kommen, weil da kann man ja auch schon so ein bisschen zuspitzen vielleicht und kommt eher auf den Punkt. Ich finde, es kommt sehr auf die Situation an. Es gibt Themengebiete, es gibt Situationen, da möchte man so, da möchte man ein bisschen provozieren. Da muss man so ein bisschen Leben in die Bude bringen. Dann gibt es sozusagen so Pauschalthemen, über die muss man einfach mitreden können. Und dann, ich finde Bahnfahren ein absolut banales Thema, aber wunderbar. Also ich zum Beispiel genieße Bahnfahren, aber man kann immer, wenn man über Bahnfahren das Bahnfahren lobt, als die einzig würdige Form des Reisens. Alle sich im Schimpfen dann. Da kommt der nächste und schimpft. Ja. Und dann kommt man sofort, ich liebe das Bahnfahren. Ich bin gerade von Berlin hergekommen und ich habe es geliebt, das Bahnfahren. Und meistens endet es sofort im Streit, wenn man darüber redet. Und das ist schön. Muss man denn gleich preisgeben, Herr von Schönburg, wer man ist bei einer Party? Ich frage auch deswegen, weil ich manchmal die Erfahrung gemacht habe, wenn man sagt, also jemand war sehr zutraulich und nett und sagt dann, man ist Journalist, dann merkt man plötzlich, wie sich beim anderen alles zusammenzieht. In Ihrem Falle sagen Sie dann, ich komme von der Bild-Zeitung, gibt es da nicht so eine Schockstarre erstmal? Kommt auch da ein bisschen drauf an, mit wem Sie reden. Also ich saß einmal neben der Königin von Spanien und sie erkundigte sich nach meinem Beruf und ich sagte, ich bin Boulevardjournalist. Sie ist sehr erschrocken. Ich hätte auch, wenn ich gesagt hätte, ich bin Zuhälter und arbeite in Hamburg in St. Pauli, wäre sie womöglich weniger geschockt. aber ich glaube, Sie haben da keine Probleme wahrscheinlich. Ach, kommt drauf an. Sie sagen wahrscheinlich Buchautor oder Talkshow-Host. Ja, ich frage mich, ob man das überhaupt sagen muss. Ich finde im Idealfall nicht. Also ich finde, wenn ich jetzt Indikatoren suche für ein gutes Gespräch, wenn ich rückblicke, mit dem habe ich mich gut unterhalten, da würde ich sagen, wenn ich mich mit jemandem wirklich gut unterhalte, dann weiß ich anschließend erstens nicht, wo er Urlaub macht, weil das vollkommen langweilig ist. Ich weiß nicht, was er beruflich macht und im Idealfall auch nicht, wie er heißt. Sondern ich bin einfach mit ihm auf eine wirklich menschliche Art zusammengekommen, ohne diese Parameter von, wo bist du, wo ist dein sozialer Status? Oder aber das ist doch schon Smalltalk, Understatement par excellence. Giovanni, Sie müssen doch keinem erklären, wer Sie sind. Alter, unterschätzen Sie, in welchen Kreisen ich mich manchmal bewege. Aber Herr von Schönburg, gestatten Sie, dass wir noch ein Hühnchen miteinander rupfen? Mindestens. Sie waren ja schon mal hier und hatten damals ein Buch geschrieben über das Nichtrauchen. Ja? Ja.
wie man auf gutem Wege zum Nichtraucher werden. Sie waren sowas von überzeugend, weil Sie gesagt haben, es geht nicht nur um Rauchen, es geht um diese schrecklichen Konzerne, die Menschen krank machen, sie sind zynisch und alles. Und dann, ich war damals noch sehr viel jünger als heute, ist sozusagen mein Glaube an die Wahrhaftigkeit des Medienbetriebs tief erschüttert worden, weil die Sendung war vorbei, wir standen Grüppchen zusammen, eine draußen und Sie haben das geraucht. Das stimmt doch gar nicht. Doch, mit meinem eigenen Auge habe ich das gesehen. Sie haben geraucht. Das glaube ich nicht. Alexander, das ist eine tolle, also ich weiß, ich tolle bin Geschichte, jetzt, dass Sie sagen, ich glaube es nicht. Ich habe es aber gesehen. Also gut, pass auf. Ich bin tatsächlich nach diesem. Ich war so stolz, nicht zu rauchen, dass ich darüber ein Buch geschrieben habe. Und wirklich meine Prophetenhaftigkeit musste sofort, und Oberlehrerhaftigkeit musste sofort alles in dieses Buch fließen. Und ich wurde tatsächlich nach diesem Buch wieder rückfällig und habe seitdem, glaube ich, 3-4 Mal aufgehört. Es hat immer Höllen Spaß gemacht. Aber. Einmal war es doch, weil es war ein Rockmusiker, der sie offenbar animiert hat. Auch ein Rockmusiker, ja, das ist was anderes. Das vielleicht machst du auch keine Zigarette. Meine Damen und Herren, Sie merken, glauben Sie diesem Mann nie, wenn er Ihnen erzählt, er sei ein langweiliger Gast. Nehmen Sie ihn mir nicht ernst, das ist wichtig. Und vor allem nicht ernst nehmen. Vielen Dank.